Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen, sie explodiert weiter in diesem Lande. Doch das hat nicht nur was mit der Ampel zu tun, das hat auch was mit einer etwas anderen Politik zu tun. Und es hat vor allem auch viele, viele Vorteile. Leider nicht für die Betroffenen, aber für viele andere. Ich erkläre dir heute, warum wir das mit den Insolvenzen etwas weiter differenziert betrachten müssen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie jeden Monat, die Meldung der steigenden Insolvenzen, der steigenden Zunahme von Unternehmensinsolvenzen. Und selbstverständlich sucht man den Hauptschuldigen zuerst mal bei der Ampel und bei Robert Habeck. Dort angekommen ist man auch richtig, allerdings nur für einen Bruchteil der hier angemeldeten Insolvenzen. Wenn wir uns die aus dem letzten Monat anschauen, dann sind zum Beispiel im Juni 100 Industriebetriebe in die Insolvenz gegangen. Im Juli waren es dann schon 145, macht eine Steigerung von einem auf den anderen Monat von 45%. Dass es hier eine Steigerung von Industriepleiten gibt, die eindeutig auf die Politik der Ampel zurückzuführen sind, ist nur logisch. Allerdings müssen wir die Gesamtzahl der Unternehmensinsolvenzen betrachten, vor allem auch der letzten 15 Jahre. Denn hier spielt eine ganz entscheidende Rolle die Niedrigzinspolitik der EZB. Ihr wisst es alle noch, wir haben sie heute noch, die Zombie-Unternehmen, die eigentlich nur höchstens ihre Kapitalkosten erwirtschaften können, und steigen die Kapitalkosten, gehen sie eben pleite. Wir sehen allerdings im Moment Refinanzierungsrunden bei Zombie-Firmen, die zahlen dann teilweise 18% pro Jahr Zinsen auf eine Refinanzierung und sind noch nicht insolvent. Insgesamt gab es jetzt letzten Monat 1.406 Unternehmensinsolvenzen, ein Monatswert so hoch wie seit 10 Jahren nicht. Darunter betroffen halt 10.000 Arbeitsplätze und vor allem diese 145 Industriebetriebe. Jetzt sehen wir allerdings, dass 145 Industriebetriebe von 1.400 Unternehmen, nur jedes zehnte Unternehmen ist ein Industrieunternehmen. Viele andere Unternehmen, die hier pleite gehen, gehen gar nicht pleite wegen der Politik der Ampel, sondern wegen der Politik der Europäischen Zentralbank. Wenn wir uns hier folgende Grafik anschauen, die fängt 2008 an und ist jetzt nur bis 2023. Wir sehen seit der Finanzkrise eine stetige Abnahme der Insolvenzen. Warum? Weil das Geld immer billiger wurde und teilweise sogar zum Nullzins oder knapp darüber, knapp darunter, je nach Modell, zu haben. Dadurch ist die Zahl der sonst üblichen Unternehmensinsolvenzen zwischen 1 und 1,5% der Firmen gehen sonst in der Wirtschaft jedes Jahr in die Insolvenz. Denn nichts ist für die Ewigkeit, alles hat irgendwann ein Ende. Jetzt kommt hier allerdings dazu, dass diese Insolvenzzahlen teilweise zurückgegangen sind auf nur 0,5% der Unternehmen. Und wenn wir das jetzt hier mal aufsummieren, was denn seit 2009 bis 2022 quasi nicht in die Insolvenz gegangen ist, was sonst der Regelfall gewesen wäre, dann kommen wir auf Zahlen, da wird euch schwindelig. Denn wir müssen das ja aufholen. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, es sind 1% pro Jahr der Unternehmen, die pleite gehen, die letzten 15 Jahre, wären das 15% der Unternehmen gewesen. Jetzt ist es allerdings in der Realität nur ungefähr 0,5% pro Jahr gewesen, also in den letzten 15 Jahren 7,5%. Das heißt, alleine 7,5% der aktuell bestehenden Unternehmen sind noch nicht in die Insolvenz gegangen, was sonst der Regelfall wäre. Dazu kommen dann wirklich Unternehmen, denen ihr Geschäftsmodell jetzt abhanden kommt aufgrund der gestiegenen Energiekosten, der Regulierung, der wahnsinnigen Politiker hier in Mitte. Das kommt natürlich alles noch dazu, aber alleine die Anzahl der ausgebliebenen Insolvenzen in der Vergangenheit, das sind gigantische Zahlen und das setzt Arbeitskräfte frei. Natürlich ist es um jeden Einzelnen schade, der seinen persönlichen Arbeitsplatz verliert, indem er eingearbeitet ist, Kollegen hat, sich wohlfühlt, vielleicht auch schon lange dort arbeitet. Allerdings ist dort auch die Chance für einen Neuanfang. Wenn wir jetzt wirklich tatsächlich erleben, dass die 7,5% circa ausgebliebenen Unternehmensinsolvenzen nachgeholt werden, plus nochmal die normalen Insolvenzen, kann man davon ausgehen, dass ungefähr 10% der Firmen dann in dem nächsten Jahr Insolvenz anmelden müssten. Ein Schlaraffenland für jeden Insolvenzverwalter, ein Paradies für alle Leute, die sich damit auskennen, eine Schande für alle Unternehmen, die im Wirtschaftskreislauf davon betroffen sind, wenn einer ihrer Geschäftspartner in die Insolvenz geht. Entweder ist die Lieferung schon verschickt und sie haben das Geld noch nicht, oder der Insolvenzverwalter lehnt dann die Forderung ab. Das ist wirklich viel, viel Bürokratie und Aufwand, um das hier am Ende zu erledigen. Dennoch
müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet, wenn jeder 10. Arbeitsplatz in diesem Land frei wird. Ja, das sind ungefähr 4,6 Millionen Menschen. Damit würde, wenn die alle arbeitslos werden würden, die AfD die nächste Bundestagswahl auch gewinnen. Allerdings, das Kurzarbeitergeld hat vieles bisher verhindert und verzögert. Es gibt da Beispiele, da gibt es Automobilzulieferer, die haben 60 Personen aus der Verwaltung in Kurzarbeit sitzen, aber in der Produktion 100 Leiharbeiter. Und das schon seit einem Jahr. Anstatt die Verwaltung zu entlassen und die Leiharbeiter fest anzustellen, machen Sie das hier auf dem Rücken von Kurzarbeitergeld und dafür bezahlst du über deine Arbeitslosenversicherung das Geld dafür, denn das nehmen Sie aus der Versicherung der Bundesagentur für Arbeit heraus. Das gehört wirklich abgeschafft. Ende des Jahres laufen diese Kurzarbeiterregeln, diese vereinfachten von Corona wieder aus. Ich wette, Sie verlängern sie ein weiteres Mal. Dabei wäre es jetzt wirklich Zeit, dass die Wirtschaft sich endlich mal bereinigen kann. Erst wenn so viele Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, hört es dann auch auf einmal auf, dass diese Lohnpreisspirale so nach oben drückt. Weil im Moment gibt es keine Arbeitskräfte oder gefühlt keine Arbeitskräfte. Lassen wir mal die Bürgergeldempfänger außen vor, die nicht arbeiten. Es gibt auf jeden Fall noch mehr Arbeit, als im Moment Arbeitsstellen besetzt sind. Bestes Beispiel sind auch die Ausbildungsplätze. Und wenn hier die Insolvenzen stattfinden, dann gibt es wieder Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Dann können sich die Gen-Zler hier nicht ausruhen auf 4-Tage-Woche, 2 Tage Homeoffice und am besten 60 Tage Urlaub im Jahr, was sie alle gerne hätten, sondern dann gibt es auf einmal Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, der sagt, ich arbeite 5 Tage die Woche, 42 Stunden, kein Problem. Und daran wird man sich dann messen und vor allem gibt es dann auf einmal wieder die ganz dringend benötigten Fachkräfte. Viele davon sind im Moment gebunden in Firmen, die unproduktiv sind, die ihre Kapitalkosten nicht erwirtschaften oder deren Geschäftsmodell quasi schon von der Ampel beerdigt wurde, sie es nur noch nicht wissen. Das war ein kleiner Abstecher zu den Insolvenzzahlen, denn das, was uns erwartet, wird noch brutal, richtig brutal und blutig werden. Wenn wir hier sehen, jetzt letztes Jahr 17.814 Insolvenzen, 2009 hatten wir 32.000 in einem Jahr, ohne die nachzuholen sind, da können wir auch mal locker 50.000, 60.000 Unternehmensinsolvenzen in einem Jahr sehen. Die EZB, sie möchte mit ihrer Zinspolitik schon wieder etwas Richtung Unternehmen laufen, allerdings gibt es hier auch so viele politische Einflussfaktoren und es gibt so viele Firmen, die auch endlich mal verschwinden müssen vom Markt. Das ist, also, das hat ja schon einen Grund, warum es Insolvenzen gibt in der Wirtschaft. Der Bereinigungsprozess, ja, die Schwachen werden aussortiert, die kommen einfach nicht weiter. Und die letzten 15 Jahre hat man sie geldpolitisch und auch rechtspolitisch über das Aussetzen der Insolvenzregeln während Corona weiter durchgefüttert. Mit dem Kurzarbeitergeld möchte man noch etwas Kleber drüber schmieren, damit das Ganze nicht so zum Vorschein kommt. Ich bin gespannt, wenn die ganze Wahrheit rauskommt, dann werden sie alle wieder schreien, oh, ist aber mein Arbeitsplatz. Ja, ist schade, aber es gibt da draußen mehr wie genug Arbeit. Bin ich mir immer sicher, dass man für jeden hier auch eine adäquate Stelle finden kann, solange man weiß, was rechte Hand, linke Hand ist und ein paar Jahre Grundschulbildung genossen hat. Ansonsten müssen wir die Leute selbstverständlich nachqualifizieren und heute kann jeder fast alles werden. Das Internet, es macht es möglich. Ihr könnt euch heute Vorlesungen jedes Studiengangs einfach kostenlos im Internet anschauen und könnt euch dort auch die Inhalte aneignen. Ihr seht es ja, wenn ihr selbst recherchiert hier auf diversen Kanälen, was das Internet uns inzwischen gebracht hat. Das ist, ich würde sagen, mehr wert als die Erfindung des Automobils, was vom Fließband läuft. Und wir haben erst die Hälfte der Menschheit mit einem Internetanschluss erschlossen. Das heißt, das Wachstum im digitalen Raum ist noch auf lange, lange Zeit sehr stark. Ich sage, abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram und damit sage ich ciao, bis bald.